Da wird auf dem Faschingsumzug ein Mann erschlagen, der sich als tot verkleidet hat, also als Sensenmann und so sozusagen ein toter Toter, daher auch der Titel Toter geht's nicht. Henning Bröhmann ist nicht unbedingt ein begeisterter Kommissar und so muss er sich einerseits als alleinerziehender Vater sich durchkämpfen, andererseits diesen Mord aufklären. Ich glaube schon, dass viel Komik aus Dialogen auch entsteht. Was ich als Kabarettist her auch kenne, Dialoge zu schreiben. Allerdings ist es kein Comedy-Buch in dem Sinne. Also es ist eine Alltagskomik, Alltagssituation. Die Figuren sind auch nicht zu sehr überspitzt, aber doch teilweise eben auch so komisch konstruiert, dass halt ja, Platz ist zum Lachen. Und es passieren natürlich auch diese alltäglichen Katastrophen, die jedem so passieren könnten. Und ich glaube auch, es wird Komik rausgezogen, dass eben dieser Henning Bröhmann als Ich-Erzähler ein Kommissar ist, der eigentlich gar kein Kommissar werden wollte und aufgrund seines Vaters, der Polizeipräsident ist, da so reingerutscht ist in diesen Job und auch selber das von sich weiß. Und er sich auch selber als Memme bezeichnet. Und er erst so im Laufe des Buches langsam so in die Gänge kommt, weil er in die Gänge kommen muss. Und das, glaube ich, das eben zu begleiten, löst im besten Falle Amüsement aus. Ja. Ich musste gar kein Genre bedienen. Also mein Ansatz war damals, als ich das Buch geschrieben hatte, ich hatte noch gar keinen Verlag oder so. Ich habe das ja einfach gemacht, weil ich es machen wollte. Und ich habe mir eigentlich für mich im Nachhinein zum Glück über diese ganzen Genrefragen, die sich ja jetzt auch stellen, also die ja ein Verlag sich stellen muss, die eine Buchhandlung sich stellen muss, wo stellen wir das rein, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte diesen Kommissar Bröhmann und deswegen war klar, okay, Krimi, es ist ein Krimi, er ist Kommissar. Ich fand es reizvoll, einen Kommissar zu entwickeln, der das Gegenteil von einem Helden ist, der nicht nur jetzt irgendwie depressiv ist, ist er ja nicht, sondern der es eigentlich auch gar nicht gut kann, wie er es sagt. Und da sich aber auch entwickelt. Und diese Familiengeschichte war mir natürlich, wie man an dem Buch merkt, schon mindestens genauso wichtig. Aber ich habe das nie gegeneinander gesehen und ich hatte auch nie so das Gefühl, ich muss da jetzt was bedienen. Ich persönlich fand es spannend, eben das so auf Augenhöhe zu haben. Diese Alltagsgeschichten, diese Selbstreflexion, die er hat und die Komik, aber auch ein paar traurige, ernsthafte Elemente, die in dem Buch vorkommen und auch der Krimiplot. Wenn man einen knallharten, bösen Thriller erwartet, ist man natürlich von dem Buch enttäuscht, aber das war gar nicht meine Intention, das zu machen. Aber es sollte schon auch eine Geschichte sein, ein Kriminalfall, der gelöst werden muss. Der war mir schon auch wichtig. Ja.